Hallo Lego Freunde und willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute ein bisschen um die Stadt. Was für ein Wunder. Und zwar werden wir heute wieder ein paar Häuser hinbauen. Und ich habe mich wirklich dazu entschlossen, in meiner Stadt werden keine Modular Buildings gebaut, weil es einfach viel zu klein ist dafür. Die Gebäude sind viel zu groß und das wird, wenn dann bei Stadt Nummer 2 kommen. Also, was für Häuser habe ich? Hier mit diese vier Häuser mal gekauft, alle von Creator, 3 in 1 Sets. Und zwar habe ich einmal das Set 31036, das ist dieses hier, das habe ich gebraucht gekauft, sehr kleiner Laden. Dann habe ich dieses Set gekauft, das ist auch ein gebrauchter Set, das ist das Set 31050, so ein Eckhaus. Dahinter habe ich das ungeöffnete Set 31048, eine Berghütte. Ich habe bereits eine Berghütte. Dieses Set werden wir heute nicht aufbauen, weil der Berg noch nicht existiert. Aber ich habe es mir trotzdem geholt. Und zu guter Letzt das große Set hier. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir das gleich aufbauen. Und zwar werde ich mir gleich das hier bauen, weil die anderen zwei, ja, die gefallen mir nicht so wie das große. Ah ja, und was noch gemacht wird, es werden die Platten heute verlegt. Ein paar graue Platten, die ich bestellt habe bei Lego, und die paar grüne Platten. Als erstes bauen wir mal das eine Set auf. Los geht's! Aufbau-Action in 3, 2, 1. Puh. Fertig sind wir, würde ich sagen. Also, mir gefällt's sehr. Sieht sehr gut aus, war einfach zu bauen eigentlich. Da haben wir 3 Minifiguren und jo. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gleich wieder rüber in die Stadt und schauen mal, wo die 2 Häuser, weil es halt 2 geteilt sind, hinpassen. In der Stadt wieder angekommen und als nächstes werden wir mal die paar Platten verlegen. Also wie vorher schon ausgemacht. Hier werden mal die Grünplatten zulegt, das machen wir schnell. So sieht das jetzt einfach aus, dass wir hier überall die Grünplatten haben. Sieht es auf der Kamera ein bisschen dunkel aus. Aber ja, das sind die älteren Lego-Platten, von denen ich ganz geredet habe, nicht die hellen, die man jetzt kaufen kann, sondern die ältere Generation, weil es einfach viel schöner ausschaut. Da werden wir dann noch das Gleisbett machen, bedeutet, es wird dann noch erhöht alles hier. Und jetzt hauen wir mal da die grauen Platten rein. Sieht jetzt aus? Das sieht ein bisschen extrem aus, weil die sind halt neu und die sind schon fast 10 Jahre alt. Von daher sieht man natürlich einen farblichen Unterschied. Aber das wird ja alles zugebaut, von daher passt das eh. Ich habe leider nur 3 Stück von denen bestellt. Ich hätte aber eine vierte gebraucht, wie ihr sehen könnt. Und ja, das sind die originalen Lego-Platten. Die hat mir ein Zuschauer von euch empfohlen, dass man die bei Lego bestellen kann. Das habe ich nicht gewusst. Verdammt cool. Weil ich das noch nie zuvor gesehen habe. Ja, und jetzt werden wir mal die ganzen Häuser da mal aufstellen. Ich habe mir gedacht, dass wir mit diesem Eckhaus mal beginnen. Und das stellen wir mal hier in die Ecke. Ich stelle jetzt einfach nur alle Häuser hin und melde mich dann gleich, wie es am besten ausschaut. Ich glaube, so passt es gerade am besten, dass wir hier das Eckhaus haben. Hier haben wir den Fahrradshop. Da haben wir jetzt also 2 Shops, wo eine Gasse gebildet ist. Bedeutet, hier kann man durchgehen. Und da hinten, wie ihr sehen könnt, ist auch ein Durchgang. Bedeutet, das werde ich dann hier so verbinden, damit man da so leicht durchgehen kann. Naja, die Platten werden natürlich jetzt noch wegkommen. Die unteren,
damit wir die Häuser auf die neuen Platten drauf bauen werden, damit es auch auf einer Ebene ist. Die Gehsteige werden natürlich alle wegkommen, weil das ist unser Gehsteig. Bedeutet, die Farbe kommt generell weg. Und ja, bei dem einen Haus muss ich die Hackerl da unten noch wegmachen, damit das schließt. Aber ich weiß aktuell noch nicht, was ich dazwischen bauen werde. Weil hier zwei Noppen Platz sind, wenn ihr das seht. Jo, da hinten haben wir das andere. Und jetzt haben wir hier so einen leichten Durchgang. Warum wir diesen Durchgang haben? Weil ich ja von hier bis da nach hinten die Straßenbahn machen möchte. Ich zeige euch einfach mal, wie ich es mir gedacht habe. Und ihr sagt es dann, ob das gut oder schlecht ist. Da seht ihr jetzt die Zugstrecke in der Mitte, beziehungsweise die Straßenbahn. Ja, ist logisch, dass sie jetzt nicht lang genug ist und alles, aber ich habe mir wirklich gedacht, dass wir dort einfach starten und bis hierher fahren. Ob das jetzt die Lego-Schienen sind, also die Originalen, oder wieder eine eigene Kreation draus machen, weil das ist halt schon sehr breit, wie ihr sehen könnt. Also die sind schon extrem breit. Hier wird natürlich das noch aufgeschüttet, bedeutet, hier wird eine Fußgängerzone errichtet, damit die Gleise ein bisschen verschwinden im Boden. Und natürlich eine eigene Straßenbahn werden wir auch bauen, damit das Ganze auch da reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich das noch zubauen werde mit einem anderen Haus. Die werde ich jetzt mal noch runterbauen auf die Platte, damit das alles eben ausschaut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das erste Haus steht schon mal. Schaut gleich viel besser aus, wenn es auf der Grundplatte fixiert ist. Ja, das Haus ist jetzt auch nicht optimal. Der Gehsteig kommt wie gesagt noch. Und was mir auch aufgefallen ist, dass das Haus nicht vollständig ist. Hier fehlen zum Beispiel etwas. Oder hintenrum sieht man es eh. Da fällt ein Stein, da unten fällt ein Stein. Aber ich werde dann mal schauen, was ich alles noch habe. Und dann werden wir die Lücken auffüllen. Aber davor machen wir mal die anderen Häuser. Na gut, jetzt haben wir schon mal drei Häuser gemacht. Jetzt fehlt noch das letzte und ich würde es so hin platzieren. Hier ist zwar extrem viel Platz dann, aber so sieht es auch viel besser aus, weil das passt auch mit der Hauskante. Hier ist auch das Fenster, weil ich finde, so sieht es besser aus, als wenn wir es zum Beispiel so machen. Dann sind da vier Noppen Abstand und ja, ich würde es fürs erste Mal so lassen. Und hier können wir ja dann noch immer Mülltonnen hingeben oder zum Beispiel einen großen Baum, damit das nicht so leer ist. Kurz habe ich gedacht an eine Bushaltestelle, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist, genau vor die Tür eine Bushaltestelle zu machen. Aber wer weiß, man kann ja immer noch alles verschieben. Jetzt seht ihr es auch nochmal von der anderen Seite. Hier ist jetzt um einiges auch viel mehr Platz. Vorher hat ja die Schiene das Haus hier berührt, jetzt berührt es gar nicht mehr. Bedeutet, es ist auch viel besser und ich meine, man kann ja noch immer vorrücken. Hier eher nicht mehr so, aber bei der Reihe kann man trotzdem noch vorrücken. Ja, die Rückwände werden natürlich zugebaut noch, das weiß ich noch nicht wann. Aber das ist auf jeden Fall geplant, damit es auch so ausschaut wie hier. Weil so sieht es ja nicht schön aus. Das wird noch gemacht, genauso wie hier, das wird auch noch zugebaut. Und natürlich die anderen zwei Häuser da hinten. Ja, und zu guter Letzt hatte jemand eine Idee, und zwar soll ich einfach, solange die Stadt gebaut wird, meinen Kran reinstellen, weil er ihn wahrscheinlich gesehen hat, einen meiner letzten Videos, damit es auch ausschaut wie eine Baustelle, und das werden wir jetzt noch machen.
Ah, den sieht man nicht einmal auf der Kamera, weil der so groß ist. Ja, jetzt steht er da. Also da bin ich auch noch extrem gespannt, wo die Baustelle, die auch in meiner Lego-Stadt mal stattfinden wird, hinkommt. Wenn man sieht, wie groß dieser Kran eigentlich ist, vergleichbar zu Bauhäusern, ist schon gigantisch. Fast hätte ich es vergessen, und zwar wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht Interesse habt, einmal einen Livestream zu machen. Bedeutet, ihr schaut mir einfach zu, was ich so mache. Ich weiß jetzt noch nicht, was genau, aber vielleicht besteht ja die Interesse und wir könnten die nächste Zeit mal einen Livestream starten. Einfach rechts oben abstimmen, damit ich Bescheid weiß. Aber gut, der wird jetzt auf jeden Fall für eine längere Zeit da stehen bleiben. Und im nächsten Video werden wir dann entweder die Zugstrecke weitermachen, damit wir endlich mal einen ganzen Kreis fahren können. Die Strecke werden wir mal weiterführen, bis hierher ungefähr. Mal schauen, welche Tricks, Bricks, Kurven da überpassen. Und ja, vielleicht kommt auch dann die nächste Bestellung, weil ich bei Lego etwas bestellt habe, aber wegen den aktuellen Bedingungen weiß ich leider nicht, ob die so schnell liefern, wie sie sonst liefern. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen, und falls ihr irgendwelche Fragen, Beschwerden habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einer Tricks Bricks Folge. Ansonsten viel Spaß und tschüss. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. Es ist alles besser, wenn du